Willkommen zurück zu Zelda Master Quest. Wir sind endlich erwachsen nach über 15 Videos und die Welt hat sich ein bisschen verändert. Sind auch gute 3 Wochen her, seitdem ich das letzte Mal aufgenommen habe, aber da das Projekt nur alle 2 Tage erscheint, fällt das keinem auf, denn es gibt keine Pausen, bis jetzt zumindest. Ah! Ganz viele Zombies haben die Stadt heimgesucht. Die ganzen Leute sind verschwunden und nach Kakariko geflüchtet. Und im Prinzip können wir das normale Prozedere begehen. Und das sieht für mich so wie folgt aus. Erstmal Pferd holen. Klar, bräuchte man nicht für 100%. Man kann ja eigentlich überall ohne hin. Auch zu den Gerudos mit dem Fanghaken. Oder im Entehaken spätestens. Da kann man sich auch über die Brücke ziehen. Also braucht man Epona wirklich gar nicht. Aber ich möchte gerne natürlich 100% schaffen. Und außerdem bin ich ein großer Pferdefreund. Deswegen muss das sein. Es muss sein. Und hier sieht es auch ein bisschen anders aus. Talon hat die Farben verloren. An Basil, der mit Hilfe von Ganondorf jetzt der Eigentümer, der neue Besitzer ist. Da steht er. Er hat die Pferde total eingeschlossen, die können nicht mehr außen rumlaufen. Und die haben auch nicht viel zu fressen. Und wo sind die Tränken? Die haben nichts zu saufen. Also das ist so mal ein bisschen blöd, ne, für die Pferde. Tierquälerei. Einige Leute verbreiten das Gerücht, ich hätte Talon um die Farm betrogen, aber das ist lächerlich. Talon hat alles heruntergewirtschaftet. Ich, der hart arbeitende Basil, habe meine ganze Kraft in die Farm gesteckt. Niemand darf deshalb schlecht über mich sprechen. Im Vertrauen. Eigentlich war es der mächtige Ganondorf, der meine Talente erkannte und mir die Farm überließ. Als Dank werde ich ihm das beste Pferd meiner Züchtung als Präsent überreichen. Sag mal, hättest du nicht Lust, eines meiner Pferde zu reiten? Für nur 10 Rubine lasse ich dich reiten. Reiten? Gerne doch. Soll ich dir erklären, wie man reitet? Nope. Die Farm dankt. Ja, 10 Rubine ist eigentlich gar nicht so schlecht, aber was schlecht ist, ist, dass nur eine Minute ist. Ich glaube, das musste man 2-mal machen. Das ist immer so etwas, was in Vergessenheit gerät, wie genau das funktioniert. Aber ich meine, das muss man 2-mal machen. Deswegen ist das dumm, wenn man nicht genug Geld hat. Oder wenn man denkt gleich nach dem ersten Mal, wieso hat das nicht funktioniert? Das geht ja gar nicht. Wieso hat Epona eigentlich jederzeit einen Sattel? Warum ist sie jederzeit gesattelt? Das ist doch auch nicht angenehm für ein Pferd. Sollte man nicht machen. Oh, kann man hier schon mal die 5 Rubin... Hä? Aber hier die 5 Rubine. Die haben wir mal schon bekommen. Und dann nochmal da. Ich dachte auch mal, es geht darum, jawohl, alle Rubine einzusammeln. Also beide 5er. Aber das ist, glaube ich, gar nicht relevant. Ich weiß nicht mal, ob man die Hindernisse überspringen muss. Was will eigentlich Navi jetzt? Sollen wir Ski glauben und nach Kakariko gehen? Machen wir gleich. Erstmal die wichtigen Sachen machen. Willst du absteigen? Halte bla bla bla. Gut. Müssen wir einmal laufen lassen. Einfach laufen lassen. Ja, ein sehr regelmäßiges Pferd. Kein bisschen bodeneng. Die Gelenke genau gerade. Also so eine geniale Stellung hat man selten gesehen. Die Hufe sehen auch gut aus. Sollen das Hufeisen sein? Niemals. Das ist ein Barhufer. Ein Haflinger, hä? Hey, runter vom Pferd! Die Zeit ist abgelaufen. Du hast nur 10 Rubine bezahlt. Du hast mir ja nicht die Möglichkeit gegeben, gleich mal 20 zu berappen. Warum nochmal? Für nur 10 Rubine? Yep. Nö. Das ist auch nicht relevant. Das hat man halt immer wieder überlegt. Was könnte denn relevant sein, damit das funktioniert? Dass man endlich um Epona selbst reiten kann. Und nicht nur auf Epona, sondern um sie, damit man sie jederzeit als sein Eigen ansehen und rufen darf.
So Pferde sind schon cool, die sind da ziemlich selbstständig, wenn man sie denn füttert. Und man muss sie nicht wie so ein Hund die ganze Zeit umsorgen und überall hin mitnehmen. Dafür sind sie auch ordentlich teuer, das muss man ja zugeben. Je nachdem, wo man sie unterbringt. Es gibt Orte, wo es billig ist. Das ist dann aber auch entsprechend minimalistisch gehalten. Was aber auch nicht immer das Schlechteste ist, gerade für Pferde. Denn Pferde sind immer noch Gäule. Und Gäule sind an sich keine Haustiere. Auch wenn sie Hauspferde heißen. Im Kontrast zu den Wildpferden. Okay, du reitest nicht schlecht. Wie wäre es mit einem kleinen Rennen? Eine Runde um die Koppel. Der Gewinner erhält, sagen wir, 50 Rubine. Jopp, ich könnte es sogar zweimal machen, falls ich es einmal versaue. Wir müssen ja sogar zwei Rennen machen. Aber zweimal müssen wir gewinnen. So, beim ersten Mal ist das noch ziemlich easy. Da kann man einfach geradewegs ins Ziel kutschieren, ohne Kutsche. Dumm die dumm. Ja, wenn man mit Kutsche reitet, dann sollte man schon Eisen haben. Sonst tut das weh an den Füßen. Ist auf jeden Fall zu bevorzugen. Ansonsten bin ich jetzt nicht so der Hufeisenfreund. Es gibt da Kunststoffmöglichkeiten inzwischen, die viel besser sind. Aber das nur so noch am Rande. Bisschen mein Fachwissen an den Mann bringen. Das interessiert natürlich alle, die das Spiel hier sehen wollen. Ah, vermaledeit! Ich hoffe nur, der mächtige Ganondorf erfährt nicht von dieser Demütigung. Hey du, wie wäre es mit einer Revanche? Gewinnst du? Gehört das Pferd dir? Ja, plötzlich hat er zwei Oktaven höher gesprochen. Das macht die Schmach. So, jetzt muss ich, ging das nochmal? Ich probier's nochmal. Nein, es ging nicht. Ja, ich wollte es halt trotzdem nochmal probieren, aber... Das ist jetzt ganz schlecht. Ich hab's, glaube ich, verbockt. So. Ich muss den ein bisschen abdrängen. Haha. Man muss einfach nur klug sein. Ich habe es erst nicht so gut gemacht, aber ich habe es noch retten können. Sehr schön. Kein Problem. Und durchwaschen. 25 Sekunden, 26 ist jetzt nicht so die gute Zeit. Ich weiß nicht, was das Beste ist, aber bis 20 kann man es vielleicht schaffen. Wie kann das sein? Ist das wirklich Epona? Wie ist es dir gelungen, das Pferd hinter meinem Rücken zu zähmen? Ich wollte Epona dem mächtigen Ganondorf zum Geschenk machen. Nun habe ich sie beim Pferderennen verloren. Vermaledeit! Seitdem kenne ich das Wort. Seitdem ich das damals gelesen habe. Ihr. Nun gut, so sei es denn. Plötzlich ist er total ruhig wieder. Mit seinen Theo Weigel-Augenbrauen und seinem Christoph Daum-Schnurrbart. Ich halte mein Versprechen, das Pferd möge dir gehören. Nur, die Farm darfst du mit ihr nicht verlassen. Was will er eigentlich mit diesem Kragen? Der ist also total ungemütlich. Kann ich die eigentlich überreiten? Kann ich. Gut, das sollte ich vielleicht nicht zu oft machen. Was ist los? Wieso waren die Karotten gerade weg? Gut, jetzt geht's jedenfalls. Und das reicht. Raus hier. Yay, so episch. Epona, das Pony mit einem Stockmaß von 1,50. Schlag's auch nicht, Mensch. Gut. Das wäre geschafft nach nur 9 Minuten. Das ist eine gute Zeit, würde ich mal behaupten. Jetzt hätte ich natürlich direkt erstmal zum Hyljasee gesollt. Ich hätte es gerade fast sogar gemacht. Ich mache es nach Kakariko. Denn wir wollen ja noch die Vogelscheuche auf jeden Fall ganz schnell mal in unseren Besitz nehmen. Also ihre Dienste jederzeit in Anspruch nehmen können. Ey! Blöde Brücke. Eine halbe Sekunde zu spät habe ich Epona da nochmal angetrieben. Das muss man immer früh genug machen, sonst ist die Brücke echt ein Stopper. Warum hier das Pferd nicht hoch kann, ist auch ein Rätsel. Ja, leider werden wir jetzt keine tolle Kakariko-Musik hören. Denn es ist Abend, Spätabend. Man erzählt sich, es sei 17.51 Uhr. So,
Ich habe übrigens ein Masterschwert, habe ich noch gar nicht irgendwie erwähnt, oder? Es ist ein bisschen stärker als das Kokiri-Schwert, aber noch viel schwächer als das Bigelron-Schwert, welches ich mir aber relativ spät erst holen werde, um die Sache ein bisschen spannender zu halten, indem die Kämpfe damit ein bisschen schwieriger werden. Was hast du zu sagen? Warst du der Brunnentyp? Das ist lange her. Da gab es hier einen Mann, von dem man sagt, er besäße das Auge der Wahrheit. Heutzutage muss man schon selbst ein ganz besonderes Gespür entwickeln, um die Wahrheit zu erkennen. Aber der Typ hat das irgendwie anders gemacht. Sein Haus stand da, wo jetzt der Brunnen ist. Wie viele Skulltolas habe ich eigentlich? 18. Gut, ich brauche 2, dann kriege ich den Stein des Wissens. Der bringt mir jetzt auch nicht so viel. Mit dir konnte ich schon anfangen, die Quest. Ich habe ein neues Huhn gezüchtet. Ich nenne es Kiki. Und ich bekomme keine Allergie, wenn ich es anfasse. Könnte an den schützenden Eierschalen liegen. Es passt auch in die Hosentasche und ist praktisch, um faule Langschläfer aufzuwecken. Schon mal was davon gehört? Es hat Spaß gemacht, richtig laut zu gackern. Es hat Spaß dabei. Ganz besonders, wenn es eine Schlafmütze aufwecken darf. Aber so ganz zufrieden ist Kiki im Augenblick noch nicht. Weil es noch gar nicht geschlüpft ist. Du siehst aus, als hättest du ein glückliches Händchen für Hühner. Dummes Huhn. Hier, nimm dieses Ei mit. Ist Kiki ausgeschlüpft, dann bring es irgendwann zu mir zurück. Und ich schaue, wie es sich fühlt. Was hältst du davon? Willst du es ausprobieren? Ja. Das tat jetzt in der Stimme weh, in der Lunge, in den Stimmbändern. Du hast deine Eier ausgeliehen, bald wird Kiki ausschlüpfen. Gib es doch, wenn du es nicht mehr benötigst. Gut. Das war anstrengend. So. So gern ich das grüne Trikot, ich meine natürlich den grünen Anzug, die grüne Uniform, wie hieß das? Die grüne Rüstung, genau. ja. So gern ich die grüne Rüstung auch habe, ich mag sie mehr bei dem jungen Link. Beim alten will ich die blaue sehen, aber die kriegen wir erst später. So, wo war denn Boris? Der war doch dann wahrscheinlich hier. Zeig ich mal. Irgendetwas ist hier Geheimnisvolles. Bin mal gespannt, ob ich gleich unter einer Minute komme. Das könnte eventuell viel Zeit sparen. Hallo Boris. Junge, bist du gut zu Fuß? Ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ich bin ganz schön schnell. Lass uns um die Wette laufen, wenn du es dir zutraust. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich das schaffe. Eigentlich ist es nicht so schwer. Feuer, er wirft halt Feuer. Dieser Feuer-Heini. Lalalala. Auf jeden Fall ist man immer einen Ticken schneller, wenn man sich abrollt. Ich glaube, das wurde auch schon wissenschaftlich bewiesen. Das ist nicht nur ein Gefühl. Aber wenn es gerade um Kurven geht... Oh nee, das kann nicht wahr sein. Das ist ja so peinlich, dass mir das passiert ist. Das ist so peinlich, das darf man niemandem zeigen. Das muss ich unbedingt rausschneiden. So... Was ist hier links eigentlich noch? Ich glaube, da ist nichts mehr. Da habe ich als Kind mal nachgeguckt, als ich dachte, da könnte man vielleicht eine Abkürzung finden. Wäre doch voll nett, wenn es da mal eine Abkürzung gäbe. Es kann doch nicht so unfair sein, dass es hier keine Abkürzung gibt. Dann, ja, war ich tot. Die Enttäuschung steht immer kurz vorm Tod. Geradeaus, war das eigentlich schneller? Ich glaube, es war kein großer Unterschied. Wenn ich so gucke, sieht es aus, als würde es ein bisschen länger dauern geradeaus. Auf jeden Fall muss ich das nochmal machen. Ich weiß eh nicht, ob man das auf Anhieb beides gleichzeitig schaffen kann. Herzteil und Enterhaken. Aber wir machen es nochmal. Die Zeit beträgt 1:2. 2 Sekunden nur! Dann hätte ich es bekommen. Hey, Junge, du bist gut zu Fuß, was? Zur Belohnung werde ich dir meinen Fanghaken anvertrauen. Damit wirst du nun an Orte gelangen, die bisher außerhalb deiner Reichweite lagen. Besuch mich doch mal wieder, wenn du in der Gegend bist. Dann gebe ich dir wieder etwas Wertvolles. Noch etwas, sei auf deinem Rückweg sehr vorsichtig. Ich weiß nicht, ob ich das jemals schon geschafft habe, beim ersten Versuch gleich unter eine Minute zu kommen und dann das Herz halt zu erhalten. Ich weiß halt echt nicht, ob das geht.
zwei Sachen gleichzeitig von ihm zu bekommen. Yay! Ich glaube, so ziemlich mein Lieblings-Item von allen Zeldas. Der Enterhaken, das ist der Fanghaken. Ich meine, den Enterhaken, der ist viel besser, der ist länger. Benutze ihn, um entfernte Objekte zu dir zu holen oder um dich an die einen Objekte heranzuziehen. Den schmeißt er ja dann auch weg im Wassertempel, wenn er den Enterhaken bekommt. Auch nicht die feine Art. Der ist voll der Typ. Der ist voll der Umweltverschmutzer. Der wirft immer sein Zeug weg, wenn er ein neues bekommt. Aber irgendwie muss er das Zeug ja auch tragen. Eigentlich müsste er mit so einem riesigen Militärrucksack rumlaufen, damit er den ganzen Kram verstauen kann. Das sähe dann aber schon nicht mehr so gut aus. Wie im neuen Pokémon Schwarz-Weiß, war das das? Blau irgendwas? Ne, blau nicht. Muss ich mit dem jetzt gerade? Stimmt, der kann mir jetzt schon das Lied beibringen. Guck mal. Was? Du besitzt eine Ocarina? Das darf doch nicht wahr sein! Lalala, lalala. Das erinnert mich an diesen Tag vor genau 7 Jahren. Damals kam so ein Rattengesicht hier herein und hat ein seltsames Lied gespielt. Das hat alles durcheinander gebracht. Nie werde ich dieses Lied vergessen. Die Hymne des Sturms, wir lieben sie alle. So ein Spitzbart ist schon krass. Ich weiß ja auch, ich verstehe nie, warum er das nochmal spielt. Er weiß doch, dass es nichts Gutes bringt. Er hat es doch selbst erlebt, er hat es gerade erzählt. 7 Jahre lang hier rumstehen und dasselbe Lied zu spielen, ist auch nicht so. Du hast die Hymne des Sturms erlernt. Das Witzige ist, es ist genau das Lied. Ach, ich habe, kann es sein, dass ich vergessen habe, das Herz halt zu holen? Da muss ich das sowieso nochmal machen. Ich wollte es aber eh machen. Ja. Selbst wenn ich als Kind jetzt zu ihm gehe, spielt er das Lied schon. Also eigentlich lerne ich es ja ohnehin von ihm. Also irgendwie gibt es da ein Zeitparadoxon. Oder generell. Eventuell ist das Link in einer anderen Dimension. Der Typ mit dem Leierkasten. Die Theorie habe ich schon sehr früh aufgestellt. So. Weil die krassen Items, die ich hier mit mir rumschleppe. Bomben, Krabbelminen. Vorher war es eine harmlose Schleuder. Und ein Dekustab. Kaum bin ich erwachsen, beginnt der Ernst des Lebens. So, jetzt ein bisschen konzentrieren. Ich will nicht. Ich muss ja nicht dauernd mich abrollen. Nur gelegentlich. Ich muss ja keinen neuen Rekord schaffen. Ich muss ja nur unter eine Stunde. Minute kommen. Stunde, genau. Oh! Stellt euch mal vor, ich müsste es eine Stunde lang machen. Bei Majora's Mask ist auch so ein Wettrennen. Als Deku. Oder gegen einen Deku. Das ist schon lange genug. Aber das geht auch noch irgendwie 3 Minuten, glaube ich, dann. Ich glaube, da ist gar kein Timer dabei. Ich weiß es gerade nicht. Es ist halt von sich aus zeitlich begrenzt. Wie hier gehen die Türen da auch zu, quasi. Nein! Nicht ernsthaft, kurz vor Schluss. Jetzt muss ich das nochmal machen. 10 Sekunden. Ich kann es noch schaffen vielleicht? Nee, ich glaube nicht. Es ist schon wieder so 2 Sekunden. Hätte ich einen Enterhaken, könnte ich mich da an die Fackel... Schon wieder 2 Sekunden. Das dauert. Na gut, ich nehme mir ein paar Rubine mit. Ach, ist das dumm. Ich glaube, ich sollte da nicht hier in die Tür reingehen, wenn ich schon merke, dass ich zu spät bin. Dann kann ich nämlich gleich von vorne beginnen und muss nicht erstmal wieder hinlaufen. Ich bin so dumm. Ich hätte auch wenigstens das Herz halt jetzt holen können. Moment, zu dem will ich gar nicht. Ich will hier raus. Menno. Es lief alles schon mal besser. Das ist ja jetzt nicht irgendwie Master Quest spezifisch. Das ist im Originalspiel exakt genauso. Exactement. Exactement. Friedhof. Immer wieder den Grabstein wegschieben. Wer schiebt den immer wieder hin? Das kann ja jetzt Boris nicht mehr sein.
Es ist bestimmt der kleine Junge, der hier immer rumgelaufen ist. Der jetzt heimlich Friedhofswächter spielt. So, jetzt aber komm. Komm, 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 komm. Vorsicht, Feuer. Deswegen rauche ich nicht. Total ungesund. Nein, du Feuer bist mir nicht im Weg. Ich glaube, jetzt habe ich schon verbockt. Ich bin zwar nicht ins Feuer rein, aber an die Wand. Man müsste eigentlich Vorsicht lauschend sich vorwärts bewegen. Man hört nämlich immer, wenn er die Flamme wirft. Warum macht er das eigentlich? Was hat er gegen uns? Vielleicht mag er einfach Navi nicht. Die folgt ihm. Oh, das war knapp. Die folgt ihm immer so. Schon wieder knapp. Wir sind nicht dauernd vor die Füße. Das ist Umweltverschmutzung. Das ist blöde CO2 geht da. Achtung. Vorsicht. Oh, das ist schon wieder knapp. Oh, der wirft hier ganz viel Feuer an der Stelle. Deswegen ist gerade auf jeden Fall sicherer. Aber ich denke trotzdem nicht so schnell wie der linke Weg, wo er sich entlang bewegt. Diesmal klappt es aber. Puh, 59. Das war knapp. Die Zeit beträgt, ich glaube, bei 1 hätte es auch noch geklappt. Da bist du ja wieder. Hat dir mein Geschenk etwas genützt? Jawollo, und das hier jetzt auch. Ja, damit. Endlich mal Erfolg. Und wir dürfen nochmal hier durchgehen. Und jetzt hoffentlich das andere Herzteil nicht vergessen. Und dann können wir zum Hyljasee. Der heißt auch nicht Hyljasee oder was es noch für komische Aussprachen gab. Aber ich kann ja mal den Fanghaken auswählen. Aber man konnte sich hier nicht ranziehen. Das ist kein normales Holz. Das ist veredeltes Hartmetall. Sieht man ja ganz eindeutig. Nimm mal das mit. Yay, neuer Herzcontainer. Super. Super bombastisch. Gut, ich könnte jetzt eigentlich Schluss machen. Das ist immer so das typische Video. Das erste, nachdem man erwachsen wurde.